Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir so manche kleine Nebenquests und Skits abgeschlossen und jetzt machen wir damit weiter. Yay! Ja, wir sind immer noch im Main Arc, tun alle möglichen Sachen erledigen, wie zum Beispiel das hier. Bleh. Erinnert ihr euch noch im letzten Part, wo wir den Samen an dem Itemverkäufer abgegeben haben? Ja. Ich befinde mich nicht mal 10 Minuten nach dieser letzten Aufnahme und ja. Auf einmal ist hier ein Stern. Yay. Und damit müssen wir die Quest jetzt auch endlich abschließen können. Ah, ihr kommt gerade richtig. Hat sie geblüht? Und wie? Sie ist in einem Blumentopf im Haus. Warum gehst du sie dir nicht ansehen? Alles klar. Es war ein Melonsamen, genau wie ich gedacht hatte. Melone? Ihr meint dieses wahnsinnige teure Obst? Ganz genau. Und ihr sollt die erst nahmen. Danke. Ihr bekommt die, die sich das kleine Fräulein gerade ansieht. Sie ist ziemlich wertvoll. Nein, ihr sollt sie behalten. Ich glaube nicht, dass wir die Zeit oder das Talent haben, um uns um sie zu kümmern. Mein Gott, was zum Teufel. Außerdem wären alle begeistert, wenn ihr Melonen anbaut und verkauft. Da muss ich zustimmen. Nun gut, sie werden nach wie vor nicht ganz billig, aber ich werde sie zum Selbstkostenpreis verkaufen, damit alle etwas davon haben. Übrigens ist eure Freundin schon eine ganze Weile darin. Ich werde mal nach ihr sehen. Wie war es? Entzückend, genau wie ich es mir von einem Baby vorgestellt habe. Zumindest dem Gefühl nach ist es mein Baby. So schön also? Ich weiß nicht, ob ich es als schön bezeichnen würde, aber es sah auf alle Fälle kräftig aus. Dann muss es Sophies Baby sein. Melone. Das kann man Melonen kaufen. Sehr schön. Mir fehlten nämlich immer noch irgendwie 1-2 Gerichte. Da wird wahrscheinlich irgendwie was mit Melone zu tun sein. So, Melone. Bayoms. So. Damit können wir Melonengummi erstellen. Erhöht die Maximal-KP, wenn man es im Kampf verwendet. Was? Okay. Ich werde doch nicht nur mit Gummisamen verbinden können, oder? Doch. Anscheinend schon. Aber ich dachte, das ist nur im Kampf, ne? Warum weiß ich das schon wieder nicht? So, dann haben wir das erledigt. Dann, was habe ich noch auf meinen schlauen Zettel? Wir gehen jetzt nach Walbrook. Da haben wir nämlich eine Quest, die ich schon lange auf mich vor mir her schiebe. Ach, hier ist das nicht. Hier. Und zwar müssen wir damit erstmal. Ach. Navigierung hier. Ich tue erstmal wieder hier Dingens rein. Dieses Buch, was meine Geschwindigkeit erhöht. Ja. Wo ist es? Flinkheit oder irgendwie sowas. Ja. Was? Geschicks, meine ich. Was schneller rennen können. Ja. Ja, dann gehen wir irgendwo hoch. Eine Raum, wo Richard mal ausgerastet ist damals. Also noch böse war. Jetzt ist er wieder gut und jetzt ist er wieder böse. Verdammt, das ist voller Mindfuck. Ja, hier war, glaube ich. Wow, hier ist er echt. Und zwar, hier haben wir noch eine kleine Quest, die wir erledigen können. Okay. Und ich bitte jetzt mal alle irgendwie hier durch die ganzen Charaktere, also die ganzen kleinen Kinder hier durchzuschauen. Einige sehen ein bisschen verdächtig nach einigen anderen Tales of Charakteren aus. Zum Beispiel die ganz hinten links. Die deutlich so aussieht wie Presea aus Tales of Symphonia oder die in den pinken Klamotten in der Mitte, die aussieht wie Ennis aus Tales of the Abyss. Und wahrscheinlich noch viele andere, die ich nicht erkenne. Entschuldigt bitte, aber würdet ihr vielleicht so nett mit dieser Rasselbande ein bisschen Verstecken spielen? Komm schon, ich möchte noch Verstecken spielen.
Junger Herr, ich... Bitte, ich flehe euch an, ich kann einfach nicht mehr. Ich will noch spielen. So schrecklich müde, kann nicht mehr stehen. Sterne, überall, da ist ein Zug, was? Verstecken spielen, jo. Einverstanden, ich spiele ein bisschen mit ihnen. Oh, danke, ihr seid meine Rettung. Das Spiel geht so. Alle 8 Kinder verstecken sich irgendwo in Walbrook. Kommt zu mir, wenn ihr sie alle gefunden habt. Gut, seid ihr bereit? Moment, fangen wir schon an? Los! Okay, fängt's bei, tschüss. Okay. 8 Kinder muss ich jetzt suchen. Blah. Frag mich nicht, wo die alle sind. Ich weiß es nicht auswendig. Aber wir werden die schon finden. Und zwar... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall immer hier in den untersten Etagen, die sind Ecken. Die auf jeden Fall immer, das weiß ich. Und so schwer zu übersehen sind die, glaube ich, auch nicht. Na, warte, ich krieg die. Ich krieg die. Ich krieg die. Na, mal gucken. So, erstmal gehen wir unten nachgucken. Ganz unten. Da sind, glaube ich, immer welche. Manchmal verstecken die sich auch irgendwie hier so hinter, damit man die nicht sehen kann. Einer jedenfalls oder eine. Ich weiß es nicht. Ach ja, ich weiß. Wir räumen gerade das Lager auf. Okay. Wir räumen gerade das Lager auf. Wir räumen gerade das Lager auf. Wir räumen gerade das Lager auf. Das Lager. 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 Okay, doch nicht. Ich dachte irgendwie, da war was. Da habe ich wohl irgendwas verwechselt, anscheinend. Denken sich nur alle, warum hat er ihn so oft angesprochen? Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Ich finde die Quest ein bisschen nervig, weil ich kann mich hier irgendwie nicht so gut navigieren in diesen verdammten Walbrück-Dingen. Aber was soll's. Also muss ich hier alles abklappern und dazu. Ja, schön. Sprechen. Hi. Da bist du ja. Hi, du hast mich gefunden. So, dann waren es nur 7. Genau, meinte ich, er hat sich so versteckt, den konntest du gar nicht sehen. Den kleinen. Ja. So, runter da. Ich glaube, damit werden wir sowieso jetzt den ganzen Part zubringen. Was los? Oh Mann, ich stecke dermaßen in der Klemme. Ich habe Regierungsgeld verloren. Meint ihr, ihr könnt mir Geld leihen, bis ich es wieder habe? Ja, meint ihr, dass ich... Danke, ich werde es euch nie vergessen. Wie viel habe ich dir überhaupt jetzt gegeben? Sanawab! Er hat mir alles abgezogen. Wie viel hatte ich denn noch? Er hat noch irgendwas mit 20.000, hallo? Verdammt, warum habe ich denn Geld gegeben? Bin ich eigentlich irre? Aber ich glaube, da kriegt man irgendwann wieder. Bin mir jetzt nicht sicher. War auf jeden Fall witzig. So, dann ganz nach unten, glaube ich. Bitte tut euch nicht so gut verstecken. Oh, ich sollte irgendwie nicht auf, nicht voll die Kopfschmerzen eigentlich. Egal. Hey, da war jemand. Da bist du ja. Oh, das Katz-Dingen. Ha, du hast mich gefunden. Blablabla. Wir sagen mal gleiche. Was hat die denn für blöd geskriptet? Okay. Obwohl. Da werden immer mehr. Gut, ihr habt gewonnen. Die Kinder haben mir befohlen, jetzt stehen zu bleiben. Und erzählt meinen Kommandanten nichts davon. Er würde es nicht gut heißen. Was? Von da aus? Den hätten wir nicht gesehen, oder was? Da bist du ja. Hey, du hast mich gefunden. Ja, glaube ich auch. Ich kann es mir nicht sagen, dass
die da gestanden hat und die nicht gesehen hat. Er hat doch gesagt, die Kinder. Da wollte schon sagen. Da bist du ja. Nee, du hast mich gefunden. Hier liegt eine Achse. Ihr könnt doch nicht ein Kind hier reinlassen. Warum ist hier nicht Alkohol drin? Wahrscheinlich. Warum haben die das Kind da reingelassen? Oh mein Gott. Okay, 4 Kinder waren es dann noch. Kriegen wir auch noch. Bisher und Ennis waren noch nicht dabei. Dann weiß ich nicht. Müssen sich, glaube ich, alle irgendwo hier drin befinden und nicht irgendwie so draußen. Oder? Ich geh mal nach oben. Und guck da. Niemand. Hier war ich, glaube ich, schon. Na, von der Seite gucken. So, nee, hier. Hard lang. So, die Hälfte haben wir. Jetzt kommen noch die andere Hälfte. Ich sehe da wahrscheinlich, warum ich die Quest die ganze Zeit so vorausgeschoben habe. Hinausgeschoben habe, meine ich. Ja, irgendwie nicht Bock hier die ganzen Kinder zu suchen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ja, wie sieht's hier aus? Ist hier jemand? Nein, dann gehen wir weiter. So. Ja, wo seid ihr? Ich euch finde, ne? Weiß ich nicht. Hi, na? Das Gebiet ist halt nicht erreichbar. Erreichbar dieses Gebiet erreichbar. Was? Na gut, dann nämlich, warum kann ich nicht dahin? Vielleicht die Ruinen? Wieso kann ich denn da nicht hin? Was hat denn für ein paar schon? Erstmal aber voll wie so ein Pascha hier hinsetzen. So weiter, wo sind die restlichen 4? Ich die finde, ne? Dann finde ich die. So. Ich hatte irgendwie der Begriff Christ Art voll irgendwie verdutzt. Aber ja, das heißt ja hier so. Muss ich ja immer irgendwie umstellen bei jedem Tanzaufteil. So. Auch nix. So. Die restlichen. Vor allem da fehlen noch 4 Stück, hallo? Kann doch nicht so weg sein. Habe ich hier schon geguckt? Nee, da habe ich noch nicht geguckt, ne? Wo es so nach unten geht, meine ich. Wo sind die restlichen? Fehlt aber auch voll viel. Muss ich auch gleich mal außerhalb von Wallblock hier nachgucken. Dann wahrscheinlich irgendwo draußen sein. So, hier müssen aber welche sein. Das weiß ich langsam nicht mehr weiter. Soll ich nur tun? Ich habe 3 Flaschen Trank des Lebens, die eigentlich der AME gehörten, selbst ausgetrunken. Bist du etwa einer? Ich habe 3 Flaschen Trank des Lebens. Kommt, seid ihr nett, gibt's mir ja. Soll's. Danke, ich werde sie sofort ins Lager zurückstellen. Jedenfalls als kleines Dankeschön. Fehlabzeichen, was? Ist doch voll wertvoll. Wie kann man denn 3 Tränke des Lebens trinken? Hi, Ennis. Während man lebt, da bist du ja. Hier hab ich gefunden. Geld. Money. So. Ich habe nur 500 Gold für diesen Monat. Ach zum Teufel, ich kann diese Arbeit nicht mehr machen. Ich muss den ärmsten Mensch der Welt sein. Was, ihr habt also noch weniger Gold als ich? In diesem Fall darf ich mich wohl nicht beschweren, was? Na gut, Zeit wieder an die Arbeit zu gehen. Zum Teufel.
Hey, ich hatte mir Geld von euch geliehen. Ich habe den Turtles jede Menge Zeit verkauft und so mein Geld wieder reingeholt. Hier sind meine Schulden zurück. Danke nochmal für eure Hilfe. Fuck. Hier ist einer. Da bist du ja. Ja. Hey, du hast mich gefunden. Jetzt wird nur Prusair. Wo ist sie? Ich hatte nur 3200 gehabt. Was? Ja, okay, kann sein, ich habe die ganzen Melonen-Sachen gekauft. Wo ist Prusair? Ich weiß, das ist nicht Prusair, aber sie ist ganz eindeutig angelehnt an sie. Bestimmt draußen, ich guck mal draußen. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt mit dieser Quest da sollte, hier mit diesem Armschlucker, aber was soll's. So. Wo könnte die sein? Hier vielleicht, ne? Habe ich bisher schon gefunden. Da bist du ja. Okay, da war jetzt 8, oder? Na, ah, fehlt ja immer noch jemand. Also fehlt doch bisher ja noch. Na, wo ist denn die? Da kann man nicht mehr gucken. Ich nicht. Vielleicht kann man jetzt da hin, wo der eine hier versperrt hatte. Ne, der eine im Weg versperrt hatte. Vielleicht kann man jetzt da hin, ja. Vielleicht wurde eine versperrt. Vielleicht kann man da jetzt hin. Ne. Vielleicht hier, hier habe ich schon geguckt, ne. Bin ich hier eigentlich runtergegangen? Wo? Ich weiß auch gar nicht mehr. So, Lehmklompen. Ja, das wird jetzt den ganzen Part wieder hier ziehen. Wo? Wo ist der? Bin ich nach oben gegangen? Ich weiß auch gar nicht. Natürlich bin ich auch umgegangen, aber ich habe schon die Seiten gewechselt. Von gut auf böse. Was? Bin ich froh, wenn der vorbei ist. Ist irgendwie nicht so nervig gerade für so eine Quest. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Kann ich jetzt da unten hin? Ja, hier ist niemand. Sag mir, ich bin jetzt hier richtig. Lang sollte der Part eigentlich nicht sein. Was bist du da? Wir sind halt nicht erreichbar. Weiß ich, diesen ein Kind hier da liegen, ne? Und schon längst nicht mal klar. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich schon war und wo nicht. Eine Verarschung. Ich muss ja nicht zu der einen zurück, ne? Hat irgendwo so notiert. Versteckspiel. Na, 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 wo seid da? Kann nicht wahr sein. Ich gehe jetzt einfach nur zurück. Ich weiß es nicht. Wo ist? Also, nee. Ihr sagt mich, ich habe alle gefunden. Es fehlt immer noch ein. Suche das Kind, ja. Habe ich schon geguckt, ne? Mann! Mich hier wegen eine ganze halbe Welt hier aussuchen. Oh Mann. Wie gefunden? Ja, bis da eure Freundin ist. Das ist Prusair, die als einziges fehlt. Mann.
Das gibt's doch einfach nicht. Gibt's doch einfach nicht, ey. Fehlt mir schon wieder eine einzige. Habe ich ja noch nicht gesucht. Aha. Ach, komm schon. Alte Kind jetzt hier. Das hört sich wahr. Ich war eine Kind, ne? Mann! Ich habe jetzt keine. Ich habe jetzt keinen Nerv für sowas. Danach höre ich auch heute aufzunehmen. Weiß nicht, ich wollte eigentlich nicht so viel aufnehmen, aber ich wollte auch nicht so wenig aufnehmen. Ich wollte 2 Parts aufgenommen. Nur 20 Minuten. Jetzt aber 22, jetzt wieder 22. Was soll ich so fassen? Irgendwo hier so. Da, ich. Warum kannst du nicht weiter? Da muss sie ja rein. Dann bin ich nicht hier hochgegangen. Leck mich. Wollte schon sagen, irgendwo war nur eine Sackgasse oben auf den Türmen. Was? Boah, die andere Seite. Leck mich. So. Es ist so kalt draußen. Einfach so. Ist ja auch Winter. Ist ja so ungefähr 90 Grad. Da wird keinen Sinn machen. Egal, was. Ich kann nicht mehr. Ich habe solchen Hunger. Ich kann mich nicht bewegen. Ich gebe alles für frittierte, zerstampfte Kartoffeln, wie meine Mutter sie immer gemacht hat. Also haben die Soldaten hier für Probleme? Ihr habt ihr vielleicht Kroketten? Ich bitte, 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 kann ich eine haben? Ja. Danke. Was sind das für Luschen hier? Das ist halt immer der gleiche. Hm, das war lecker. Jetzt kann ich mich endlich meiner nächsten Aufgabe widmen. Wäre ich da nicht vorbeigekommen. Halb bisher. So, jetzt haben wir alle. Yay. Yeah. Vielen Dank, ihr habt mich vor dem Verrücktwerden bewahrt. Jo, verstecken macht ja so viel Spaß. Wir spielen mal wieder, einverstanden? Hey, lass uns verstecken spielen. Ja, sieh mal. Spiel mit mir. Bitte versprecht, dass ihr wiederkommt. Nein, versprecht, dass ihr wiederkommt. Gut, ich komme wahrscheinlich wieder. Später. Ihr könnt auch nicht gehen. Ja, aber ich habe noch andere Sachen zu tun. Egal, ich werde euch einen wichtigen Posten geben, den zu vernachlässigen ihr nicht wagen werdet. Ab sofort seid ihr Versteckspielbeauftragte. Ich will den Posten nicht. Zu spät, jetzt müsst ihr so lange mit ihnen spielen, bis sie erwachsen sind. Okay, Versteckspielboss und Kriegsspieler haben wir. Gucken wir uns auch noch an. Du denkst, Soldaten würden Zeit auf so ein frivoles Spiel verschwenden. Aber jeder hatte Spaß, right? Didn't you have fun? Okay, die haben damit, die hingen damit zusammen. I had a lot of fun, but more than that. It's just nice to see Windor at peace like this. I mean, I know the world remains in terrible danger, but still. At peace. Captain? Ah, forget it. A little game every now and then can't hurt. Okay, sehr schön. In meinen Augen stimmt. Kann ich mich von ihr teleportieren? Natürlich nicht. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part an dieser Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Great Steps, was wir auch immer da in der nächsten Folge machen werden. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.